Ich heiße Martin Kaufner, bin 34 Jahre alt, wohne hier in Velten, Kremner Straße 66, komme ursprünglich aus Riesa, das ist in Sachsen, da bin ich geboren. Und hier ist es einfach wunderbar, hier ist es herrlich, hier verstehe ich mich manchmal mit allen, manchmal auch nicht, aber ja. Ich finde es nicht so gut, dass die Bewohner früher nicht wählen durften. Ich begrüße es eigentlich, dass das jetzt so ist, weil sonst haben wir auch eine Zweiklassengesellschaft, muss ich mal sagen, welche die dürfen und welche die nicht dürfen. Ich finde es auch sehr diskriminierend für die Bewohner. Haben auch einige Bewohner wirklich so gesagt, dass sie das auch toll finden jetzt, dass sie gehen können und sie sich auch damit ja vollwert ja fühlen und nicht nur eben ja, Menschen zweiter Klasse oder diskriminiert sich fühlen damit. Denn sie gehen ja auch in die Werkstatt arbeiten. Das dürfen sie ja auch machen, ne? Aber wählen durften sie bis dahin nicht. Naja, früher durfte ich ja nicht wählen. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, da war ich ein bisschen traurig. Aber habe mich jetzt nicht lange drüber aufgeregt oder so. Also. Jetzt gehen wir von Österreich nochmal wieder auf die europäische Ebene mit Jörg Schönborn und wollen uns nochmal angucken, was denn. Na, ich kenne ja. Also mit meiner Mama verstehe ich mich. Meinen Erzeuger kenne ich ja nicht, der wollte nie was von mir wissen. Das ist. Ja, das ist dann nicht so ein tolles Thema. Ja, über Politik. Ja, nicht so wirklich. Also, ich habe mich immer alleine damit immer befasst, gerne. Ich gucke es im Fernsehen an und so. Und aber interessant ist ja, dass die beiden gesagt haben, wir wollen unter uns ausmachen. Also, auf jeden Fall, es muss einer der Spitzenkandidaten werden, EU-Kommission. Ja, also, wir denken mal, dass es ein Problem ist, dass halt man in so einer kleinen Wahlkabine steht, dann einen riesengroßen Zettel kriegt, dann halt vielleicht auch nicht richtig lesen kann. Das gilt jetzt nicht nur für Behinderte, finde ich, das gilt auch für ältere Leute, die dann halt von 40 Parteien da praktisch überrollt werden. Und das finde ich dann halt schon sehr schwierig, dass der dann in der Wahlkabine den Zettel ausfüllen soll. Und deswegen finden wir oder auch ich, dass es halt so eine Art Wahlhelfer im Wahllokal geben sollte, der den Leuten dann da halt zur Seite steht und ihnen erklärt, was ist. Deswegen haben wir für uns entschieden, dass wir diesmal Briefwahl machen, weil damit wir die Unsicherheit und auch was erklären können den Bewohnern dann halt noch. Also ich mache auch gerne Musik und singe gerne und mache meine Aufnahmen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Heute Abend gehen wir wieder in die Disco. Ich weiß nur, dass die Parteien ohne die Wähler, die Wähler müssen ja die Parteien ein bisschen unterstützen. Und, sorry, mein Auge drehen. man sitzt ja im selben Boot, man muss ja an selben Seil ziehen. Und nur durch die Unterstützung der Wähler und Wählerinnen kann man ja was bewirken und kann man was erreichen, was auf die Beine zu stellen und zu gucken, was man besser machen kann. Also ich finde, Parteien kümmern sich doch ein bisschen zu wenig um Behindertenpolitik. Wir haben von einer Partei, den Harald Petzold, der ist auch mit unseren Bewohnern mal, hat sie mal eingeladen zum Bundestag. Da durften sie den Bundestag besuchen. Und das finde ich halt schon ganz toll. Und das hat ihnen auch wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Und sie auch so ein Stück weit, so wie sie es verstehen, halt der Politik nahegebracht. Ja, also was ich gut finde, also ich denke mal, es gibt ja viele Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen. Aber aus einem bestimmten Grund, weil es denen ja nicht so gut geht. Natürlich gibt es welche auch, die einfach so herkommen, weil sie irgendwie wo gar nichts ist. Aber es gibt auch welche, wo es denen nicht so gut geht oder wo die flüchten wollen, weil sie natürlich in ihr Land Krieg haben und so. Und dann, wenn man sie dann natürlich in Deutschland aufnimmt, habe ich da auch kein Problem mit eigentlich. Und die brauchen ja auch Essen, Trinken, eine Wohnung, Arbeit
Und deswegen würde ich auch, immer den Schwächeren und die, denen es wirklich nicht so gut geht, würde ich auch immer unterstützen. Man ist ja so, wie man ist, und ich bin ja trotzdem ein ganz cooler, toller Mensch, und auch man nimmt die Menschen eben so, wie man ist, und jeder ist ja in seiner Art, wie er ist, eben einzigartig. Also.